Das gibt's doch nicht. Der Nebel ist ja noch dichter als damals. So. Ich muss das Mikrofon nochmal kurz richten. Und erstmal ein herzliches Willkommen zu diesem weiteren Part Pokémon Schwert. Wir befinden uns, denke ich mal, relativ sehr am Ende des Spiels. Okay. Das sind sie. Das müssen das Pokémon des Schwertes und des Schildes. Das Pokémon des Schildes sein, ja. Man kann es auch kürzer fassen, aber egal. Nee, Okay. Hey, wo wollt ihr hin? Wir brauchen eure Hilfe. Anu, warum steht ihr hier so tatenlos rum? Was machst du? Was meinst du? Die Pokémon des Schwertes und des Schildes waren doch eben hier. Hast du sie etwa nicht gesehen? Sie sind gerade in den Wald verschwunden. Was faselst du denn da? Außer euch war hier in weit und breit niemand zu sehen. Aber was haben wir dann eben gesehen? Eine Vision oder was? Das weiß ich leider auch nicht, aber ich habe jede Menge Bücher gewälzt. Darunter auch welche, die nicht aus Galar stammen. In einem davon bin ich endlich auf neue Informationen gestoßen. Das Pokémon des Schwertes heißt Zacian und das Pokémon des Schildes Zamazenta. Angeblich wurden die beiden vor langer, langer Zeit jenseits des Schlummerwaldes geboren. Verstehe, danke, Sanya. Okay, wir sind den beiden Pokémon begegnet, selbst wenn es nur in einer Vision war. Das heißt, das Schwert und der Schild, die sie bei sich führten, können auch nicht weit sein. Okay. Ich würde sagen, einfach rein da, aber ich gucke mal, falls es zu einem Kampf kommt. Okay, unsere Teams sind im Grunde einsatzbereit. Lol. Schreiten wir voran. Okay. Okay. Zieh das Schwert aus dem Stein oder was ist das für ein Zeugs hier? Sieht interessant aus, okay. Sieh dir das an, Felix. Dieser Ort strahlt eine unglaubliche Atmosphäre aus. Wir sind der Legende definitiv auf der Spur. Überforderung, dies, das. Okay. Tatsächlich, es ist ein... Das ist eher so ein Dolch. Aber ein ganz komischer Dolch. Und ein abgewracktes Schild. Bild. Schild, will, ja, es hat sich gereimt, ich weiß. Sieh nur, Felix. Das Schwert und der Schild, die Legende ist also wahr. Okay. Ich bin eigentlich zum Schild gegangen, aber auch nur aus Versehen. Du erhältst ein rostiges Schwert. Mit diesem Schwert soll ein Held einstmals großes Unheil abgewendet haben. Das Rost sowie der Zahn der Zeit haben jedoch ihre Spuren hinterlassen. Okay, ich nehme den Schild. Aber das Ding hat echt schon mal bessere Tage gesehen. Ob man damit wirklich die finstere Nacht bezwingen kann? Naja, zumindest als Glücksbringer ist es gerade noch zu gebrauchen. Digga. Die Pokémon des Schwertes und des Schildes hingegen scheinen in einen tiefen Schlaf gefallen zu sein. Sieht so aus, als seien wir doch auf uns allein gestellt, wenn wir Deliant helfen wollen. Gefällt mir auch nicht, aber wir müssen ja irgendwas machen. Also, kommst du mal mit, Bro? Na egal. Lassen wir dich halt hier. Let's go! Wir gucken jetzt erstmal hier. Begib dich zum Claw-Stadion. Okay. Ja gut, dann können wir es natürlich auch eigentlich uns einfacher machen, würde ich sagen. Hier ist. Nee, ist. Claw-Stadion? Müsste hier sein. Ist es das hier? Nee. Doch, Engine. Bin ich lost? Da. Ja. Gut, let's go. Ab mit dem Flugtaxi nach Claw City. So, wie kann man ins... Achso, hier ist ja schon Roy. Oh, hallo ihr zwei. Dummes Timing, dass dieses ganze Chaos direkt vor dem Champ-Match zwischen Deliant und dir, Felix. Die Assistentin von Rose meinte, er wolle die Galar-Region mit Hilfe der Energie retten, die irgendein Pokémon abgibt. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wie das funktionieren soll. Das ist der blanke Wahnsinn. Mir ist es piepegal, wie gefährlich diese finstere Nacht auch sein mag. Ich weiß nur eins, ich muss meinem großen Bruder helfen.
Herr Digga, er rennt einfach durch. Mann, Hop kann einfach nicht stillstehen. Manche Dinge ändern sich wohl nie. Zum Glück wurde niemals verletzt. Das ist die Hauptsache. Alle wurden von uns Arenaleitern und Pokémon rechtzeitig aus der Gefahr gebracht. Okay. Ich dachte gerade, ich hätte mich verlesen. Du willst jetzt bestimmt unserem Champ und dem Rest der Bevölkerung Galas helfen gehen, was? Genau. Dann bekommt es die finstere Nacht also mit dem unschlagbaren Champ sowie dem stärksten aller Challenger und seinem Rivalen zu tun. Da kann man ja schon fast Mitleid haben, aber nur fast. Mit dem stärksten aller Challenger bist natürlich du gemeint, so. Und jetzt ab ins Stadion mit dir. Digga, wer sollte denn sonst gemeint sein? Das sind diese weirden Pokémon-Gespräche, sag ich mal. Okay, was willst du jetzt hier schon wieder, Olivia? Okay. Hey, du musst mir helfen, Challenger. Und zwar sofort. Ich meine natürlich, bitte hilf mir. Bitte, bitte. Mein Pokémon hatte sich aus einem mir unbekannten Grund dynamaximiert und ist im Stadion außer Kontrolle geraten. Riot ist auf seine gewohnt unbeholfene Art... Nein. Er hat es auf seine gewohnt professionelle Art wieder beruhigt, aber... Wenn sich die anderen Pokémon hier auch dynamaximieren, sehe ich schwarz. Was, wenn das unterirdische Energiewerk, in dem sich der Liga-Präsident aufhält, einstürzt? Ich weiß, das klingt verantwortungslos und egoistisch, aber ich flehe dich an. Bitte begib dich in das unterirdische Energiewerk und halte den Liga-Präsidenten auf. Er hat ein Pokémon namens Endynalos erweckt. Der Körper dieses Wesens strahlt eine Energie aus, die bei anderen Pokémon die Dynamaximierung auslöst. Wenn wir nichts unternehmen, dynamaximieren sich am Ende alle Pokémon der Galar-Region. Und was dann passiert, kannst du dir sicher selbst vorstellen. Ich flehe dich an, bitte fahr mit dem Aufzug dort in das unterirdische Energiewerk und rette den Liga-Präsidenten. Den kleinen Bruder des Champs habe ich auch schon nach da unten geschickt, aber seitdem nichts mehr von ihm gehört. Okay, shit. Aber wie kommen wir da hin? Mit dem Aufzug? Ich schätze mal, da geht's bestimmt nach unten. Holy fuck. Aber okay. Sie will auch, dass wir das verhindern. Ah, es ist verrückt, was hier passiert, glaube ich, gerade. Alle Beteiligten. Okay, wir sollten... Da lang. Holy shit, was ist das hier? Bro, was hast du gemacht? Nanu, was willst du denn hier, Challenger? Die finstere Nacht aufhalten. Wo ist Delion eigentlich? Oh, mit dieser Antwort hatte ich nicht gerechnet. Du bist offenbar nicht auf dem neuesten Stand. Es gibt nichts mehr aufzuhalten. Die finstere Nacht, auch bekannt als Endynalos. Das stärkste aller Pokémon ist bereits erwacht. Ein paar Worte zu meiner Verteidigung. Ich weiß genau, was du jetzt denkst. Du hältst mich für einen bösen Menschen. Du hast keinen Funken Verständnis für das, was ich hier gerade tue. Aber ich habe eine Aufgabe, eine Berufung. Ich muss die Galar-Region mit unbegrenzter Energie versorgen, damit sie sich bis in alle Ewigkeit in Frieden fortentwickeln kann. Um das zu erreichen, habe ich Endynalos von Sterne verabreicht. Das rote Licht, das in Claw City für so viel Aufregung gesorgt hat, war Teil eines Experiments, um Endynalos zu erwecken. All das sind Vorkehrungen, um die Zukunft der Galar-Region zu schützen, verstehst du? Ich werde nicht zulassen, dass du mir dabei in die Quere kommst. Sollen wir... Oh, es ist so unnötig. Danach merken wir auch, dass der Zeit verschwindet. Was nicht noch alles? Los von Makrom Kosmos fordert dich heraus. Cavalanzas. Okay. Er hat 5 Pokémon. Ah, shit, was passiert hier eigentlich? Okay. Lol. Das gefällt mir so, aber... Das war heftig. Ein wenig zu heftig. Meinst du nicht, du übertreibst? Mir gefällt das auch, ehrlich gesagt, weil... Ich darf jetzt hier nicht langsam machen. Kurz mal meine Situation erklärt. Es ist gerade 18.40 Uhr. Und um 0 Uhr kommt Animal Crossing im Grunde raus. Also ab da kann ich es halt anfangen zu spielen. Und das werde ich auch versuchen. Ich möchte eigentlich vorher noch schlafen. Ein bisschen. Damit ich nicht komplett zerstört bin, wenn es rauskommt. Und ich dann wirklich durchstarten kann. Sehr geil. Ja. Schwierig. Und vorher muss ich noch das Video hier schneiden und dies und das. Und, ich habe nicht viel Schlaf. Ich werde nicht viel Schlaf haben. Nein, nein, nein. War gut, wir kommen hier jetzt schon mal ganz gut voran. Ist sowieso eine Schande, dass wir noch nicht durch mit dem Spiel sind, wenn jetzt Animal Crossing rauskommt. Ja, deshalb wollte ich jetzt einfach noch ein Video wenigstens vorher schaffen. Ja, komm, Alter, wir knallen einfach weiter damit drauf.
Hä? Junge, Libalo auch vollkommen overpowered, kann das sein? Das schon mal Schaden bekommen? In diesem Kampf? Mount Singer, ja, Bruder, juckt auch nicht. Es hat ein bisschen Schaden bekommen. Wie ist es? Das habe ich gar nicht mitbekommen, so. Ignoriert einfach. Gut, hier hätte ich jetzt nicht alle Feuerbälle verbrauchen sollen. Hab jetzt keine Feuerbälle mehr. Sieh's. Digga, diese Musik im Hintergrund auch geil. Patina Raya. Okay, oh, mein letztes Pokémon. Das sieht aber nicht gut für mich aus. Hast du schon richtig erkannt. Aber okay, das wird jetzt seine maximieren. Das können wir aber genauso machen, du kleine Drecksmarder, ey. Ganz ruhig bleiben. Wobei es momentan eigentlich nicht die schlauste Idee ist, noch mehr Energie bei der Dynamaximierung. Ach, egal. Egal. Bäm, Alter. Jetzt wirst du weggeflankt. Aber er setzt auch Dynamax ein. Ich werde dir zeigen, wie ein wuchtiger Schlag aussieht. Ich denke nicht. Ich glaube nicht. Ach hey. Es wird mich mit seinem Rüssel erschlagen. Sieh's. Wieder Brand kommen. Gönn! Ja, Alter, ganz knapp. Okay, lieber Lo. Es hält es aus. Okay. Jetzt Schlag drauf auf das Vieh. Gib ihm den Rest. Ja. Bam. Damit ist Liga-Präsident Rose erledigt. Was willst du tun? Eine willkommene Abwechslung, so ein Kampf. Ich habe mich schon lange nicht mehr so amüsiert. Digga! Bro! Ich dachte, hier geht's um die Zukunft Galas oder so. Und jetzt, oh ja, lass erstmal kämpfen. Macht super Spaß, aber eigentlich ist es komplett unnötig. Ist beeindruckend, lieber Felix. Kein Wunder, dass Leon, der unschlagbare Champ unserer geliebten Galar-Region, dich für die Arena-Challenge empfohlen hat. Ich hätte nur zu gern gesehen, wie du dich im Champ-Match geschlagen hättest. Es tut mir wirklich leid, dass ich mit dieser Sache deine Arena-Challenge ruiniert habe. Aber mir blieb leider keine andere Wahl. Unser Energieproblem muss so schnell wie möglich aus der Welt geschafft werden. Aus diesem Grund habe ich Endynalos erweckt, aber es ist mir nicht gelungen, es zu bändigen. Denon hat euren großen Kampf hingeworfen, um mich zu retten. Er ist wie ein edler Ritter erschienen, der die Prinzessin vor ihrem bösen Drachen beschützt. Ich liebe es, große Reden zu schwingen. Ich weiß, ich weiß. So langsam sollte ich wirklich einen Schlussstrich ziehen. Der Champ hat Endynalos inzwischen bestimmt gefangen. Wenn du neugierig bist, kannst du gerne mit dem Lift zu ihm hochfahren. Du wirst doch sicher auch mitgehen, Hopp, oder? Ich hoffe, du bist wegen deiner Niederlage gegen mich nicht am Boden zerstört. Na los, geht und seht nach, wie es im Champ so ergangen ist. Alter, der Typ ist komplett krank. Am Boden zerstört, da kennen sie mich nicht gut genug. So schnell lassen meine Pokémon und ich den Kopf nicht mehr hängen. Wir geben niemals auf. Das habe ich bei der Arena-Challenge gelernt. Die sie selbst ins Leben gerufen haben. Statt des ganzen Gefasels sollten wir halt for real endlich mal da hoch. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo Delion abgeblieben ist, Digga. Obwohl, warte mal. Wie lang? Bin bereit. Wie sieht's bei dir aus, Felix? Bin bereit. Ah, so kenne ich meinen Rivalen. Los, gehen wir hier Delion retten. Okay. Irgendwo hier sind wir jetzt gelandet. Ich habe mal alle Pokémon jetzt geheilt. Holy shit, was ist das denn? Nicht gegen das Ding müssen wir kämpfen. Seid ihr etwa trotz aller Gefahr gekommen, um mir zu helfen? Wow, vielen Dank, da bin ich echt platt. Hopp und Felix, ihr seid wirklich stark geworden. Aber keine Sorge, ich bin hier so gut wie fertig. Es war allerdings kein Kinderspiel, denn man kann hier seine Pokémon nicht alle maximieren. Ich vermute, das hat irgendwas mit Endynalos zu tun.
Aber Glurak und meine anderen Pokémon haben in Dynalos schon mal ordentlich zugesetzt. Jetzt muss ich es nur noch mit einem Pokéball fangen, um es unter Kontrolle zu bringen. Also aufgepasst, it's Champ Time, Alter. Wird eh nicht klappen. Digga. Guckt euch allein dieses Riesenteil an. Seht es euch an, dieses riesige Vieh, Alter. Als wenn das einfach so drin bleibt. Was habt ihr denn auch anders erwartet? Ich glaube, jetzt ist es sauer. Komm, gönn Meisterball oder so. Greift uns gerade an, oder? Sayonara. Spaß. Okay, das ist nicht so gar. Ach du Kacke, wir haben keinen Feuerball mehr. Ach ja, ja, ja. Was für ein Typ hat das? Oh Gott. Gut. Doch nicht. Oh lol. Aber wir können es fangen, oder wie? Okay, wir müssen jetzt ein bisschen ausprobieren. Okay, anderes Pokémon. Anderes Pokémon. Es ist ein Feuer-Pokémon. Haben wir jetzt gerade schon mal. Feuerdrache, scheinbar. Okay. Wird ja auch zum Aussehen passen. Okay, gut. Was heißt gut? Wir brauchen ganz dringend was anderes hier. Ich werde es mal mit Kramor versuchen. Wobei. Das war nicht sehr effektiv. Okay. So krank. Viel Schaden, dass es gar nicht macht. Aber wir können es fangen, ne? Wir können es fangen. Ich knall da jetzt einfach 1000. Warte, was? Warte, was? Ich habe es nicht mehr gelesen. Ja, tot, ne? Was stand da? Wir können den Pokéball nicht werfen oder irgendwie sowas? What the hell passiert hier? Ist halt jetzt gerade ein bisschen dumm, einen Eis-Pokémon reinzupacken, aber ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die wir gerade haben, weil die anderen, so, die haben halt viel zu wenig HP und sind teilweise auch Eis-Pokémon. Jetzt müsste ich nochmal gucken hier. Kannst keinen Ball werfen. Also müssen wir das Vieh bezwingen komplett. Wir können es nicht fangen, oder wie? Was für ein Typ hat die Attacke eigentlich? Holy shit. Ja. Eisattacken sind effektiv. Jedenfalls, also wenn selbst so Hagel so immense, es war ja schon relativ viel jetzt. Eine starke Eisattacke wie Blizzard kann ihn dann doch wegradieren, Alter. Ist ja auch ein Drachen-Pokémon, ich Idiot. Lol. Na dann. Endynalos, Philontor, Endynalos, du bist gearscht. Endynalos. Hi. Also, warten wir kurz ab. Ich bin Sim. Wenigstens einmal nachgedacht. Ja. Dürfen wir es jetzt auch fangen? Oder? Wie ist das? Ich glaube, das kann man einfach nicht fangen. Okay, was zur Hölle?
Shit. Ja, ne? Ich glaube, das ist nicht gut. Das ist... Das ist ganz und gar nicht gut. Digga, was guckt ihr so? Laber doch kein. Wow, was für ein Koloss. Das schaffe ich allein nicht, Felix. Kämpfen wir gemeinsam. Wollte gerade sagen, er macht einen Doppelkampf, okay? Können wir auch Dynamax benutzen wieder, oder? Nee. Okay. Es lohnt sich jetzt ja im Grunde auch eigentlich gar nicht, dann irgendwelche random Pokémon zu nehmen. Oder vor allem das hier. Also, lieber Lolol. Einfach mit fetten Eisattacken drauf da. Was? Er kann keine Attacken einsetzen? Lol. Wait, what? Warte. Hä? Die sagen uns irgendwas von... Felix, nimm das Schwert. Okay. Nach dem zweiten Versuch passiert es dann. Es ist zwar alt und rostig, aber für irgendwas muss es ja gut sein. Verstanden. Okay. Ach, das war der Sound, wenn man das Spiel startet, ne? Also. Was auch dann kommt, egal. Session und Summer Center? Ja! Kommt, Jungs. Wir bräuchten eventuell Hilfe. Oh, Leute, Digga, machen sie einfach. Sie machen einfach den Scotty Beam mich hoch. Oder weg? Ach, ich bin leider so ein Seppel. Ich wollte mir Star Trek eigentlich mal angucken. Ich glaube, es war aber hoch, oder? Keine Ahnung. Beides hört sich plausibel an. Aber... Jetzt kommen wir mal zu den ernsten Sachen. Und ich glaube, wir haben jetzt gute Chancen, Jungs. Multipower, dies, das. So, jetzt sind es aber die Waren. Sehen sie richtig gleich aus, bestimmt, oder? Also, kriegen vermutlich ihre richtige Form. Ja! Let's go, boys! Sehen schon wild aus, Digga. Können wir jetzt mit den Pokémon... Ach, die kämpfen mit uns. Ich dachte, wir hätten die benutzen können direkt. Ah! Ich will nicht damit angreifen, Alter. Bringt doch nichts. Der Hell. Zieht sich aber schon ordentlich, ne? Das macht ja gar nichts. Wir müssen doch ganz hinten ein anderes Pokémon reinnehmen. Sie können wieder Attacken einsetzen. Jetzt geht's richtig los. Achso, dank denen. Bro, ich hab mich wieder so hart verlesen. Okay, die Verbrennung macht noch ein bisschen Schaden, aber halt lange nicht genug. Deswegen rein mit Firnontor.
Oder mach du mal, genau. Toll. Digga, was? Die rasten auch gerade komplett aus, kann das sein? Toll. Ja gut, wobei so unglaublich viel Schaden machen die jetzt auch nicht. Soll mich nicht stören. Gut, die setzen. Es setzt. Alter, als ob. Hat der gerade fast. Das schon weggeklatscht. Als ob. Wenigstens hat er noch keine Feuerattacke gegen uns eingesetzt, weil. Ne? Eis-Pokémon ist nicht so geile. Jetzt lasst mich doch mal angreifen. Yeah. Wie ich einfach nichts machen muss, gefühlt. Schaffen wir das mit einem Schlag? Nein, 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 nein. Komm, ja, greift Zwolok an. Hat ja überlebt, keine Sorge. Auch nicht Mambo krass. Schon stabile an. Oh, Digga, was machst du denn da immer noch? Wieso setzt er die ganze Zeit Risikotackle ein? Ist er komplett lost? Denke schon. Wir probieren es mit Eiseskälte einmal. Wobei, machen Sashin und Summer Center ihm vielleicht schon den Gar aus? Ja, kann gut sein. Wenn dürfte da halt nur noch sehr wenig KP überbleiben und ja. Ja, okay. Sollte kein Problem mehr sein, wenn er jetzt noch Verbrennungen bekommt, ja dann. Die Statusveränderung sowie die. Ja, wahrscheinlich auf wen denn sonst? Aber wir bleiben strong, wir halten es aus. Er ist ausgehalten. Dieser Ekelhafte. Und er hat auch keine Verbrennung mehr. Das sind doch nur noch 2 KP gefühlt. Komm, greif mit irgendwas an. Wieso hat jetzt gerade Dings? Wieso konnte gerade mein Phenontor gerade eigentlich nicht mehr angreifen mit Eiseskälte? Ich habe das nicht ganz verstanden. Komm, 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 komm. Ja. Ja! Ganz ehrlich, das Ding will ich auch gar nicht fangen. Eigentlich. Wir sollen trotzdem. Ja, wahrscheinlich, Alter. Okay. Drauf mit dem Hyperball. Ja, wird jetzt eh drin sein. Egal, was für einen Ball man nimmt, glaube ich, oder? Dann wirft einen deine maximierten Po. Was? Alter, was so. Komm. Ja, okay. Das wäre so oder so drin geblieben, egal wenn ich jetzt einen normalen Pokéball genommen hätte oder. Das wäre geschafft. Ey, ist euch eigentlich aufgefallen? Ich habe eigentlich fast das gleiche an, wie ich auch im Spiel anhabe. So, klar, nicht ganz gleich. Aber gewisse Ähnlichkeit besteht und das war auch die Absicht damals, als ich mir diesen weißen Pulli, sag ich mal, gekauft habe. Und diese weiße Jacke. Ich fühle das Teil hier. Ich weiß auch nicht. Ist so. Es war nur weiß, aber ich fühle es. Drei Tage später.
Wie bitte? Rose hat sich tatsächlich gestellt? Sachen gibt's. Das hätte ich nicht erwartet. Ich schon. Was blieb ihm auch anderes übrig? Dieses ganze Chaos geht allein auf seine Kappe. Er war es schließlich, der Indenolus erweckt hat. Wie auch immer das Vieh ausgesprochen wird, ist jetzt unser Pokémon, aber egal. Puh, ich habe geschlafen wie ein Kleinstein. Seit diesem Tag reden alle über nichts anderes. Ich bin so froh, dass alles gut gegangen ist. Gut ausgegangen ist. Ohne die Hilfe von Summer Center und Sashin hätten wir in Dönerlos nie besiegen können. Nur Delion scheint die Sache schon wieder völlig vergessen zu haben. Wien dreht sich alles um das Champ-Match gegen dich, das er heute noch nachholen will. Und das, obwohl er so schwer verletzt wurde, dass er sogar das Bewusstsein verloren hat. Aber andererseits kann ich ihn schon verstehen. Bin schon ganz hibbelig vor Vorfreude, euch gegeneinander kämpfen zu sehen. Euer Kampf findet natürlich im Squash-Stadion statt. Wo auch sonst. Auf geht's. Ich würde erstmal sagen, Leute, das war's mit diesem sehr, sehr aufregenden Part. Pokémon, Schwert und Schild, Leute. Beziehungsweise nur Schwert, was laber ich. Ja, Leute, lasst doch gerne ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich werde mich jetzt abhetzen, erstmal das Video abzuschneiden, noch kurz was zu essen und dann gehe ich pennen. Keine Ahnung, wann das hier online kommt. Kann auch sein, dass es nach dem ersten Animal Crossing Part erst online kommt. Man wird sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal fürs Ansehen, Leute. Lasst doch, wie gesagt, gerne ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, um keine Videos mehr zu verpassen, falls ihr es halt noch nicht getan habt. Es gibt ja auch bestimmt schon ein paar Ehrenmänner, die es getan haben, abonniert haben. Und dann ist alles gut. Dann verabschiede ich mich jetzt von diesem etwas langen Part Pokémon Schwert. Bis zum nächsten Part. Und ciao, Leute.